Servus und Grüezi Schweizer, grüß euch aus Österreich, das sind eure Boxen und ich zeige euch jetzt, worauf ihr bei den Boxen zu achten habt. Zuerst zeige ich euch einmal, wie man so eine Box aufmacht. Ihr habt da hinten vier Rändelschrauben, die dreht einfach raus. Kann auch einmal sein, dass sie sich festarbeiten, dann muss man halt ein bisschen fester aufdrehen. Wenn ihr es mit den Fingern nicht schafft, einfach mit dem Leiberl oder mit einem Tuch aufdrehen. So. Alle Schrauben kann man komplett runternehmen. Man soll schauen, dass die Box dabei dann liegt, wenn man die Rückplatte runternimmt, weil dann verliert die Box an Stabilität. So. Dann haben wir hier das Innenleben. Aufpassen, dass die Seitenteile nicht irgendwie verrutschen oder rauskommen. Wenn ihr die Batterie tauscht, man kann 18650er Batterien mit oder ohne Nippel verwenden. Bei denen mit Nippel gehen es dann halt ein bisschen strenger raus. Das macht aber soweit nichts. Muss man halt dann beim Rausnehmen vielleicht einen Schraubenzieher nehmen, um die rauszubekommen. Darauf achten, dass die Batterien mindestens pro Stück 6 bis 7 Ampere Dauerstrom abgeben können. Wo habe ich jetzt meine Testbatterie? Das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Wenn ihr zusammenbaut, man hat hier dazwischen einen Spalt und in den Spalt kann sein, dass die Isolierschicht zwischen Leiterplatte und dieser Metallplatte, dass die verrutscht, dass die ein bisschen rausschaut. Dann nehmt euch einfach einen Schraubenzieher und steckt sie wieder zurück, sodass dieses Gitter komplett flach auf der Frontplatte aufliegt. So, beim Zusammenbau, es ist zwar CNC gefräst, Front- und Rückplatte, ist aber trotzdem nicht 100% genau, also nicht so wie die Schweizer das gewohnt sind, auf Zehntelmillimeter genau, und darum ist der Zusammenbau etwas schwierig. Der Kondensator steht ein bisschen auf. Es kann auch sein, dass der Batteriedeckel etwas streng ist beim Draufgeben. Da können Sie ruhig Druck ausüben. Das ist kein Problem. Zum Zusammenbauen einfach die Rückplatte drauflegen und dann schon einmal so ausrichten, dass oben dieses Plastikteil in das Loch reinrutscht und ein bisschen Druck ausüben. Das merkt ihr dann eh, wenn es reinrutscht. Dass dann zwischen dem Plastikteil und dem der Rückplatte kein Spalt mehr ist. Dann die Schraube nehmen, reindrehen, festziehen und dann die nächste Seite immer von oben nach unten. Es kann schon sein, dass man ein bisschen Druck ausüben muss. Dann übt man einfach auf diesen Seitenteil auf die Plastikstrebe Druck aus und auch von oben ein bisschen Druck ausüben, bis es Klick macht. Wie gesagt, manche verziehen sich mit der Zeit. So. Da hat es jetzt nicht Klick gemacht, aber ich sehe, dass es plan aufliegt. Unten werden wir sehen, dass es dann Klick machen wird. So, selbiges unten. Klick. Passt. Zu. So, und beim letzten, das ist ziemlich verschoben, da kann man ruhig ordentlich drücken. Bei manchen Boxen geht es schwieriger, bei manchen leichter. Zack, hat Klick gemacht, ist drinnen. So, Schraube drauf, fertig. Und man sieht, hier ist dazwischen kein Abstand. Da zwischen dem Plastikteil und der Platte. Und dadurch rasselt auch nichts. Es geht vielleicht streng zusammen, dafür sind die Sachen ohne Kleber einfach reingelegt und sind durch Vorder- und Rückplatte und die Konstruktion der Box gehalten. Ja, freut mich, wenn ihr viel Spaß habt mit meinen Boxen. Vielen Dank noch einmal an alle, an Chestart, meinen Bruder, Lukas, an den Rick, an den Fex und natürlich an den Easy Jones, dass ihr das Projekt möglich gemacht habt und auch natürlich das Folgeprojekt dadurch beflügelt wurde. Danke und schöne Grüße aus Österreich.